Und damit willkommen zurück zu Supreme Commander bei der Eon-Kampagne. Auf geht's, Operation Flut. Sie haben sich bisher gut geschlagen, Ritter. Aber Ihre Prüfungen sind noch lange nicht vorbei. Vor 10 Tagen haben wir eine Offensive gegen die UEF-Truppen auf Matar gestartet. Entgegen meiner Planung hat sich die Eroberung des Planeten als weitaus schwieriger erwiesen als erwartet. Das ist nicht akzeptabel. Sie begeben sich nach Matar und lösen Kreuzritterin Iris ab. Sie war permanent in der Schlacht und braucht eine Pause. Ich nehme an, die Prinzessin hat gegen diese Strategie keine Einwände, Toph. Nein, sie ist nur gegen das Abschlachten unschuldiger Zivilisten im großen Stil. In diesem Krieg ist niemand unschuldig, Toph. Jeder hat Blut an seinen Händen. Sie haben ihre Befehle. Führen Sie sie aus. Unschuldig ist keiner, würde ich mal sagen. So unbeteiligt ja. Kommt auf die reine Interpretation an. Kreuzritterin Eris, der Avatar des Krieges dankt Ihnen im Namen der Erleuchteten für Ihre Anstrengungen. Sie werden abgelöst und dürfen zur Basis zurückkehren. Ritter, die UEF formiert sich für einen Oh weiteren Gott, nicht die. Angriff. Sie müssen ihre Verteidigung vorbereiten. Eris Das Ende. sind gar nicht meine Gebäude. Beeilen Sie sich mit Reparaturen und Wiederaufbau, Commander. Stärken Sie Ihre Verteidigungslinie. Chor Ende. Jetzt hat das meine. Wow. Du upgradest mal. Keine Upgrades. 6, 7. Brauche ich Energiegeneratoren? Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und zwar in jedem. Um dann da zusätzlich noch Verteidigung hinzubauen. Dafür sind die T2 ja da. Eins, zwei, drei, vier. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich ganz fest. Da. Ah. Gut, dass man die noch verschieben darf. Das ist angenehm. Ja, uns fehlt absolut die Energie. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig. 21, 24, 25, 26, 27, Die Sensoren zeigen, dass sich die 30, UEF auf einen 31, massiven Angriff ihrer Stellungen vorbereitet. Sie haben nur wenige Minuten. Chor Ende. Ach, massive Stellung. Alles kaputt. Warum? Sich das ausgedacht, alles kaputt zu haben. Wir müssen. Ja, Gott. Müssen wir fertig gebaut werden. Es steht ein Angriff leichter Lufteinheiten bevor. Chor Ende. Ah. Ja, dann habe ich schon ein bisschen Luftverteidigung. Massefabrikatoren bauen würde, das wäre das nett, obwohl. Ich habe hier noch genug Masse auf dem Plateau. Ihnen läuft die Zeit davon. Der Angriff der UEF steht unmittelbar bevor. Chor Ende.
Soweit fertig gebaut. Es wächst schon. Ja. Sag ich doch. Hier patrouilliert mal drumherum. Warte mal, die Angriffsschiffe hatten gegen Luft, ne? Ja. Luftabwehrunterstützung, das ist erstmal in Ordnung. Und U-Boote. Machen wir das so rum. Die Fregatte kann erstmal gebaut werden, das ist in Ordnung. Die UEF wird bald bei Ihnen sein. Chorende. Ja, was soll ich machen? Ich drehe da schon keine Däumchen. Muss niesen, tut mir leid. Die UEF kommt. Was? Was hat sie gesagt? Ich hab nicht zugehört. Jetzt zahlen Sie für Ihre Verbrechen gegen die Menschheit. Tut mir echt leid. Oh, ui. Ah, bisschen daneben. Schießt ganz schön daneben. Was? Also, mich stört's nicht, aber dieser scheiß Bomber. Also, eine dämliche Bomber. Wieso hart daneben schießen? Treffen. warte mal, du. Was ist ein Fabrikator? Fabrikator. Machen wir das mal so. Dann machst du mal, genau, kümmerst dich um den, weil der Luftverteidigung mitbaut. Luftverteidigung brauche ich hier doch ein bisschen. Commander wird angegriffen. Ja, nicht so wild. Sie haben die erste Angriffswelle abgewehrt. Unsere Aufklärung geht davon aus, dass der UEF-Commander beim nächsten Angriff Bodeneinheiten einsetzen wird. Chor Ende. Ist okay. Die Tage der Aeon sind gezählt. Die UEF wird als Sieger hervorgehen. Sie werden Matar niemals einnehmen. Matar. Ja, okay, ich konnte damit jetzt auch rechnen, dass sie mitten im Land landen. Unglaublich. Haben die einfach welche zerstört. Oh, wurde jetzt mit mehr. Ja, die schießen sie vorher ab. Können sie okay, teilweise. Nein! Warum er? Hat die nichts getan. Commander wird angegriffen. Danke. Commander wird angegriffen. Unglaublich. Otto, meine Masse. Nee.
Energie. Ach, und die haben... Oh Gott. Auf meine Einheiten zu zerstören. Meine schöne hübschen Baueinheiten, die tun euch doch gar nichts. Die bauen doch nur Verteidigung. Die zweite Angriffswelle wurde zurückgeschlagen. Die Sensoren zeigen, dass der UEF-Commander eine beträchtliche Marineflotte errichtet. Seien Sie auf einen Angriff zu Wasser vorbereitet. Chor Ende. Jetzt wollen wir es wissen. Ah, okay. Danke für deine Aussage, dass du es jetzt wissen willst. Vorher wolltest du es nicht wissen. Na, jetzt wollen sie es wissen. Und alle Master-Sachen, ne? Alle sind auf P2. Ich weiß nicht, Torpedos will ich jetzt nicht unbedingt bauen, ne? Ah, da kommen sie. Du hilf den mal. Und wenn der fertig ist, hilfst du dem da. Ihr beide dem helft. Oh, die UEF wird niemals vor den Aeon kapitulieren. Commander wird angegriffen. Ja, und dann fehlt noch die Luftabwehr. Commander wird angegriffen. Commander wird angegriffen. Ja, wird angegriffen. Ist gut. Reicht jetzt aber auch. Und Radarsysteme noch bitte. Commander wird angegriffen. Oh. Da sind sie wieder ein bisschen gelandet. Ich wünschte, ich wüsste, was das war. Warum haben sie schon wieder? Commander wird angegriffen. Doch, nur mal viel zu nervt. Sind die überhaupt? Sie haben den Angriff der UEF abgewehrt. Der Avatar wird zufrieden sein, das zu hören. Chor Ende. Verdammt! Vielleicht sind sie doch nicht so ein Waschlappen. Da oben. Pläne heruntergeladen. Es ist jetzt Zeit, zurückzuschlagen. Ihr Hauptziel ist der Commander der UEF. Es gibt 3 UEF-Basen auf der Insel, die ihre Stellung umgeben. Der feindliche Commander ist in einer von ihnen. Finden und eliminieren Sie ihn. Chor Ende. Operationsgebiet ausgeweitet.
Endlich. Aber auch gedauert. Dementsprechend erstmal ein paar Luftfabriken bauen, ne? Nach Norden, Süden und unten links. Südwesten. Aber ihr habt immer noch keine Nachladeding, okay. Wow. Keine Ahnung, warum man diese Nach... Man braucht irgendwie so dringendes Nachladen. Wir haben ihn auf der südöstlichen Insel aufgespürt. Begeben Sie sich in Angriffsformation. Ja, hab ich mir gedacht, dass er dort ist. War irgendwie das Offensichtlichste. Obwohl, naja, nicht wirklich. Warte noch, bis das hier gebaut ist. So, na dann baut euch aus und dann Radabar Dingsbumster-Song. Ah. Zerstörer. Die Exodus wurde für die Feuerunterstützung und die Jagd nach U-Booten konstruiert. Sie trägt eine Oblivion-Kanone und eine Vielzahl von Anti-U-Booten und Anti-Torpedo-Waffen. Okay, das klingt gut. Und dieser Drehflügler hat einen vierläufigen leichten Laser an der Unterseite angebracht. So jetzt. Diese Waffe richtet nur leichten Schaden an, verfügt aber eine unglaublich hohe Schussfrequenz. Das gefällt mir nicht, dass da so Probleme bestehen. Sie sind ein Fanatiker. Ich bin ich. Bitte, danke. Ist die Schippe? Warum stimmt die andere? Das nicht einmal zu Ende bringen, was ihr da anfangt. Wäre sehr freundlich. Von wo bitte? Der willst du mich verarschen? Schon wieder alle weg. Es ist... Ja. Ohne dass ich was hier ansatzweise sehen darf. Alles klar, dankeschön. Sehr fair. Was sind die nervig, ey. Hört auf, meine Sachen zu zerstören.
Commander wird angegriffen. Es ist so klar. Commander wird angegriffen. Ritter, der Avatar erwartet, dass der UEF-Commander durch ihre Hand stirbt. Chor Ende. Ja, dann lass mir doch Zeit, Mädel. Jetzt doch nicht so. Alter. Wieso? Wieso dürfen die da irgendwie hinschießen? Warum sehen die da irgendwas? Von wo schießt die dir bitte? Ey. Das Ding hat ja auch keine Reichweite. Und schon wieder zerstört worden. Oh Gott, ey. Boah, ist das nervig gerade. Merkt man vielleicht ein bisschen. Jetzt lass mich, danke. Nerv. Ganz dezent. Einfach weil ich nicht verstehe, wieso die das, wie die das zerstören können die ganze Zeit. Dann geht er dahin. Ich könnte das, dürfte das auch von dort aus zerstören. Warum? Ach, hier sind lauter U-Boote wahrscheinlich. Oh mein Gott. Geh mal dahin. Ja, komm, zack. Die Endphase nähert sich. Sie werden verlieren.
Warum sind da 50.000 U-Boote? Wir sind uns sicher, dass sie den UEF-Commander besiegen können. Chor Ende. Immerhin können sie da so mit gerade gegenhalten, dass die jetzt. Natürlich brauche ich Masse. Dann stellt mehr Masse her. Bitte. Danke. Sie es jemals schaffen, eins davon fertigzustellen? Tatsächlich. So, darf ich jetzt die Energie hier überall fertig bauen erstmal? Ja. Oh, das immer erst. Oh, die erstmal wieder auf. Danke. Hallo? Registriert ihr das da? Danke. Waren aber auch absurd viele von euch, ne? Die ganze Zeit genervt haben. Überprüfen Sie Ihre Ziele, falls nötig, Commander. Chor Ende. Wegen des im Südosten. Ist gar keiner. Die UEF wird die Galaxie vor euch Fanatikern retten. Da fehlen sie noch. Was für ein Nerv, die haben hier gehabt haben. Und natürlich kommen sie schon wieder mit 50. Warum geht ihr so den so unter bei den U-Boots? Nur angeblich eine Torpedo-Abwehr. Muss ich nicht verstehen, warum ihr dann trotzdem so schlecht seid? Aber drumherum. Und einmal um die Ecke. So.
Ritter, der Avatar erwartet, dass der UEF-Commander durch ihre Hand stirbt. Chor Ende. Schön, dass er das erwartet. Die Marinebasis liegt in Trümmern. Chor Ende. Ich werde die Ordnung in der Galaxie wiederherstellen. Wusste das? Landbasis ist keine Bedrohung mehr, Ritter. Chor Ende. Das ist die Luftbasis. Na komm, greift an. Die Luftwaffenbasis wurde zerstört. Chor Ende. Wo ist der Commander? Wir sind uns sicher, dass sie den UEF-Commander besiegen können. Chor Ende. Seid ihr jetzt hier irgendwo im Wasser? Sie werden den Kampf nicht gewinnen. Der UEF-Commander ist geflohen. Verfolgen und vernichten Sie ihn. Chor Einheitenlimit erreicht. Pläne für Einheit heruntergeladen. Ritter, der UEF-Commander ist zu seiner Hauptbasis geflohen. Verfolgen und vernichten Sie ihn. Chor Ende. Operationsgebiet ausgeweitet. Entworfen, um hervorragende Luftabwehr zu gewährleisten, ist die Infinity ausgerüstet mit zwei Seelord-Raketenwerfern und einer zweiläufigen Quantumkanone. Okay. Angriff dahin. Soll ich landen? Friede mit Ihnen, Ritter. Ich entschuldige mich für die Störung, aber die Prinzessin möchte mit Ihnen reden. Es ist äußerst wichtig. Bin ein Reder. Hallo, Ritter. Wir hatten bisher noch nicht das Vergnügen, uns ordentlich vorzustellen. Aber ich muss Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Der Name des UEF-Commander, mit dem Sie es zu tun haben, lautet Zachary Arnold. Er ist der Schlüssel zu unserer Zukunft. Im Angesicht der Niederlage wird er sich Ihnen ergeben. Bringen Sie ihn zu mir, sobald er seine Waffen niedergelegt hat. Oh, Mist! Sie haben meine Logikmatrix frittiert. Ich dachte, das sei unmöglich. Ich kann mich nicht bewegen. Ich sitze fest. Sie bekommen mich nicht lebendig. Sie müssen nicht sterben, Commander Arnold. Das Schicksal hat anderes mit Ihnen vor. Hören Sie mir zu. Sie wissen, ich sage die Wahrheit. Jetzt verstehe ich. Es ist, wie ich es vorhergesehen habe. Sicherheitskommander Arnold, Ritter. Ich erwarte Ihre Ankunft. Ja, gut, dass die ganze Zeit auch plus 10 Beschleunigung war, ne? Ja, was soll's. Ich war erfolgreich. Der Colonel der UEF, Zachary Arnold, hat den Weg akzeptiert. Er hat länger widerstanden, als ich dachte. Doch schließlich erkannte er die Wahrheit an. Seine Bekehrung, so erfreulich sie auch ist, macht unser Leben komplizierter. Er erzählt mir von den Plänen der UEF. Die UEF stellt eine schreckliche Waffe her. Diese Nachricht wird nur mehr Commander auf Markrons Seite ziehen und seine Macht stärken. Wie sollen wir Frieden finden, wenn alle anderen scheinbar nur Krieg und Zerstörung suchen? Jetzt ist die Frage, ist das jetzt dieselbe Map, die wir einmal als UEF hatten, nur halt eben eine leicht verschoben? Oder ist das eine andere Map gewesen? Weil, ne, wir hatten ja schon mal das mit Arnold. Nur als UEF-Seite. Aber gut, das war's mit der Folge. Auch, ne, keine Ahnung. Warum kann man dann nicht Beschleunigung unternehmen? Das ist so ein bisschen, Spiel hat Schwierigkeiten. Aber gut, wie gesagt, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir hören uns bei Operation Einheit in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Cheerio.